Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Mit dem eBay-Format. Ich habe es letzten Monat einfach komplett vergessen. Ey, die Zeit vergeht so schnell. Ist einfach schon Ende Mai. Also für April haben wir die Folge vergessen und die Folge für Mai ist ein bisschen spät. War ich eigentlich mal am Anfang des Monats. Aber ey, die Zeit vergeht so schnell. Ich weiß noch, es war 1.1. Man hat so viele Ziele und Pläne für das neue Jahr. Boom, Ende Mai. Das ist fast das halbe Jahr einfach vorbei. Verrückt. Auf jeden Fall eBay-Format. Letzten Monat wäre interessant gewesen. Zur Corona-Hochzeit, zur Quarantäne. Ob das irgendeinen Einfluss auf den eBay-Markt von Pokémon Go hat. Weil der hatte ja auch auf alles andere Einfluss. Auf Bitcoin zum Beispiel und so weiter. Aber davor will ich euch noch was zeigen. Wenn wir schon von eBay reden. Und zwar seht ihr das ja da oben. Die Deo-Sammlung Ex-Deos. Viele fragen mich immer, was das ist. Und dies, das ist ganz normal einfach eine Sammlung. Und die habe ich schon lange seit ich in der 8. war, 7. Keine Ahnung. 15? Auf jeden Fall über 10 Jahre. Unter 20 Jahre, aber sehr, sehr lange. Ne, weit über 10 Jahre. 2010 war ja 10 Jahre. Doch, 15 Jahre kommt schon hin. Auf jeden Fall habe ich die in letzter Zeit, eigentlich seit ich Pokémon Go spiele, nicht wirklich aktiv geführt. Ich habe immer das Neueste gekauft, was es halt irgendwo im DM oder so gibt. Aber es gibt halt noch viele verschiedene Sorten. Es gibt irgendwelche limitierten Auflagen, es gibt irgendwelche regionalen. Ja, es gibt auch regionale Ex-Dosen, sogar sehr viele. Und darum habe ich mich nicht gekümmert. Einfach immer nur das, was es halt im DM gibt, immer das Neueste gekauft. Und da dann wenigstens das noch immer hinzugefügt. Aber wie gesagt, nicht mehr wirklich aktuell verfolgt. Und jetzt seit einer Woche oder so habe ich mich mal wieder umgeschaut und bin wieder reingekommen. Und da will ich euch mal ein Angebot zeigen. Weil das ist krank. So, hier. $449, €408,46 für diese zwei Dosen. Also das ist auch verrückt, also so hohe Preise habe ich noch nie gesehen. Also ein Deo kostet eigentlich 2, 3 Euro, 3 Euro irgendwas, glaube ich. Aber halt, wie gesagt, es gibt regionale und sowas und limitierte Auflagen. Und ich habe auch schon mal 50 Euro für eine Dose ausgegeben. Also da sind auch Dosen mit dabei, die sind schon ein bisschen was wert. Und die zwei habe ich sogar. Aber 400 Euro. Und ne, ich habe nicht natürlich 400 Euro dafür ausgegeben. Damals war es auch, glaube ich, 50 für beide, was halt 25 für eine Dose ist. Deo ist natürlich auch verrückt, aber ja, mittlerweile gehen die halt 400. Was halt echt verrückt ist, Mann. Nur so ein kleiner Einblick für euch in die Welt der Ex-Deo-Dosensammler. Ich habe mir jetzt auch für 100 Euro direkt ein paar neue bestellt. Neue, also die ich verpasst habe. Und dann habe ich mich so umgesehen. Alter, so viele regionale. Saudi-Arabien hat eine regionale, Indien hat irgendwie so 5 neue regionale bekommen. Lateinamerika hat immer sehr, sehr viele regionale. Amerika hat jetzt irgendwie so 5 neue regionale bekommen. Da habe ich jetzt so einen Händler, mit dem bin ich in Kontakt, ob der mir welche besorgen kann. Kleiner Einblick für euch und wir gehen jetzt weiter auf Pokémon Go. Ist auch schon angegeben, weil das ist das Einzige, was ich eigentlich suche. Auf dem Handy zumindest, weil wenn ich auf eBay gehe, dann immer auf dem Desktop. Und schauen wir mal. Hoho. Das ist interessant. Warum? Weil da steht München. Relikant aus Pokémon Go. Echter Fang, kein Spoofing. München. Aha. Moment. Bilder. Okay. Wo ist hier die Beschreibung? Verkauft wird ein Relikant. Eins aber nur. Für wie viel? 10 Euro für eins. Welches nur in Neuseeland gefangen werden kann. Ich habe alle selbst gefangen. Wenn keine Wünsche geäußert werden, wähle ich ein zufälliges aus. Persönliches Treffen mit Tausch in München bei größerer Distanz mit zweit Handy. Bitte beachten, dass man für den Tausch 20.000 Sherrshop benötigt. Bei Kaufmärger gibt es natürlich Rabatt. Ferner biete ich auch andere Pokémon an, 119 Legendäre, 90 Shiny und ein gefangenes Shiny Mewtwo. Und habe noch weitere regionale Australien und USA. Mangels eigener Zeit zum Spielen gebe ich auch gleich alles komplett mit sämtlichen Pokémon ab. Und erstelle hierfür ein passendes Angebot. Aha. Aha. Wo kann ich hier auf den Verkäufer klicken? Jan der Sammler. Kenne ich ja einen Spieler aus München, der Jan heißt. Er hat 315 positive Bewertungen, was halt schon solide ist. Aber er hat momentan nur das im
Repertoire. Wisst ihr, was geil wäre? Wenn wir das kaufen würden, kaufen und dann so undercover uns treffen für den Tausch und dann ihn irgendwie so interviewen oder so. Aber er macht dann nichts Böses, also ist nicht so, als würden wir irgendwie so einen Kriminellen schnappen wollen oder so und ihn in die Falle locken, deswegen. Alter, die Kamera ist schon wieder hängen geblieben. In letzter Zeit passiert das zu oft. Also auch nicht wirklich oft, also ist glaube ich gesamt dreimal passiert, aber dreimal ist dreimal zu viel. Jetzt habe ich 10 Minuten geredet, ohne dass es aufgenommen hat. Wir hatten uns die Sachen von Jan, der Sammler aus München, angeschaut. Ich weiß nicht, ob ich das noch gesagt habe, aber wäre lustig, wenn wir das echt kaufen und dann dorthin gehen, um den Tausch in echt zu machen und ihn zu schnappen. Aber an sich macht er ja nichts Böses, wo man ihn schnappen oder überführen müsste. Ist ja nicht so, als würden wir irgendwie einen Online-Betrug oder so aufdecken dann, sondern er verkauft einfach nur seinen Account oder seine Pokémon auf dem Account. Und dann habe ich nach Shiny Shadow Pokémon gesucht, weil das Einzige, was ich noch brauchen würde wirklich, wäre Erlöst, Shiny, Lucky, Mauzi und Kindwurm. Aber Kindwurm habe ich einen, kenne ich einen, der zwei hat, also vielleicht einen abgibt. Aber ich weiß nicht wie, also wir sind noch befreundet, aber ich weiß nicht wie er zu mir steht. Weil ihr wisst ja, ich mache anscheinend sehr oft Probleme. Ich hatte ja diesen Beef mit dem Stadtteil Neuhausen und insbesondere mit einem Typen. Und die sind halt, glaube ich, auch befreundet. Und auch blöd könnte er sagen, yo, ich hasse dich auch oder sowas, was weiß ich. Und dann tauschen wir nicht. Man weiß ja nie, wie die Leute so ticken. Auf jeden Fall, das ist das, was mich interessiert. Shiny Shadow. Und da hatten wir das hier. Und da hatte ich das hier entdeckt. Damioplex, den brauche ich aber nicht. Und dann aber auch das Mauzi, das was ich brauche. Kostet aber $40 und ich müsste auch noch Lucky mit dem werden, also das würde nochmal extra Zeit kosten. Ich müsste ihn wahrscheinlich extra drauf anfangen, weil er macht so bis Hyperfreunde eigentlich und dann tauscht er mit seinen Kunden, weil ab Hyperfreunde ist, sind die Staubkosten relativ okay. Aber ich brauche es ja Lucky, da müsste ich ihn wahrscheinlich anschreiben, hey, I need a Lucky Man, can we do something? Und dann müsste ich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen extra zahlen, damit er extra für mich das auf beste Freunde hochzieht und dann auf Lucky und dann wir tauschen können. Deswegen lohnt sich nicht wirklich. Ich denke, da bieten sich noch andere Möglichkeiten. Aber was ich davor jetzt noch gezeigt hatte, was leider nicht aufgenommen wurde, und zwar habe ich Pokémon Go gesucht und dann gefiltert nach Angeboten, die tatsächlich verkauft wurden. Und dann das höchste Angebot. Und da haben wir uns die zwei angeschaut. Okay, eins ist sogar wieder gar nicht mehr da. Aber das hatten wir uns angeschaut, nur war es irgendwie verdächtig, weil da steht, das Angebot wurde beendet, jedoch wieder eingestellt. Hatte nichts Besonderes, wir können es nochmal schnell durchgehen, weil ich hatte es gerade angeschaut. Ehrlich gesagt, da ist halt eine Menge Seedale-Sachen mit dabei. Ich glaube, Sonfell war dabei, regionales, das war interessant. Aber sonst nicht wirklich. Ja, genau hier, Sonfell. Der ist interessant, Shiny ist ja regional, aber sonst nichts, was mich jetzt wirklich interessiert oder wo ich sagen könnte, würde, yo, das lohnt sich für diesen Account. 1350 Canadian Dollar. Ansonsten können wir nochmal durchschauen. War nicht wirklich was Interessantes mit dabei. Das meiste haben wir eh schon gesehen. Preistechnisch hat sich da, glaube ich, auch nicht viel geändert. 19 Gebote dafür, da können wir mal reinschauen. Schiller und legendär. Pandir, Absur, Alola Raichu, okay. Alola Knogger, Shiny könnte ich auch gebrauchen. Den haben auch sehr wenige Leute. Aber ich sehe hier nichts, was mich interessiert. Hat er vielleicht irgendwas? Hier, alle Shinies. Solide, aber jetzt nichts allzu Besonderes. Viel Glück dir, mein Freund, dass du einen guten Preis noch dafür bekommst. Items auffüllen für 3,50. Relikant 3 Euro. Frigometrie 2,50. Ich glaube, oh, Voltoball, der ist neu. Aber ich glaube, wir haben alles gesehen, was man sehen kann. 3000 Euro. Sollen wir da drauf klicken kurz? Für den 3000 Euro Account. 100er Legacy.
100er. Ganz kurz hatte ich gedacht, hey, warte mal, ist das mein Account? Aber ist nicht mein Account. 100er Rayquaza, 100er Palkia. 100er Shiny Meter, 200er Shiny Meter groß. 100er Brutalnanda, 100er Knacklock. 100er Shiny Despotar. Okay. 300er Shiny schon mal. 100er Shiny Gengar. 100er Shiny Machomai. 100er Shiny Shergox. 100er Shiny Brutalanda. 100er Shiny Cheltera. 100er Shiny Glubak. 100er Shiny Tornupto. Verdächtig, verdächtig. 100er Shiny Rüstungsmittel. Nice. Trio. Shiny 100. Super verdächtig, Mann. Duodino 100. Falls mal irgendein Event kommt, wo IVs gleich bleiben, hätte ich mir das schon gegönnt. Achso, das ist der 3000 Euro Account. Vergiss das, Mann. Gibt er wenigstens zu, dass er Ding macht? Ihr habt hier die Möglichkeit, einen sehr guten ja, Account zu bekommen. Sehr viele Pokémon werden Uhren hochgelevelt. Kann leider nicht alle einzeln fotografieren, dass wir zu viele sind, falls es Fragen geben sollte. Mhm. Tausch gegen Pokémon-Karten Base 1 Edition machen. Hm? Okay. Aber nur wenn die Karten in einem einwandfreien neuen wertigen Zustand sind, könnt ihr dann zwei Accounts von mir haben. Okay. Das war noch ein interessanter Einblick fürs Ende. Jo. eBay. eBay ist eBay. Es tut sich nicht wirklich was. Es sind eigentlich immer dieselben Angebote. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwas finden, was uns mal wirklich, wirklich überrascht. Ich glaube, wir haben das Format auch ausgeschöpft. Schauen wir mal, wie viele Folgen da noch kommen werden, weil ich habe das Gefühl, ich habe schon alles gesehen. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.